Guten Morgen. Es ist ein neuer Tag. Heute wird viel los sein. Wir fahren jetzt erstmal gleich zu Project Wellbeing. Jakob hat da Training, noch ein paar Termine. Ich muss irgendwas richtig Gutes sagen. Ich muss irgendwann mein Wort für das Recht. Okay, let's go. Ich bin sehr excited. Ich habe gestern lange daran gearbeitet. Hier in den USA ist immer das Problem, dass Trinkwasser, nicht, also Leitungswasser, nicht wirklich trinkbar ist. Und ich habe immer diese Plastikflaschen getrunken. Ja? Aber das kostet, schlecht für die Umwelt. Jetzt haben wir, zack, einen krassen Waterfilter. Hier kommt das Wasser raus, gefiltert, Reverse Osmosis und ich rette die Umwelt da dazu. Pilates fertig, sieht immer ganz lustig aus, aber ich habe jetzt echt über die letzten Wochen gemerkt, wie sehr sich das lohnt. Ich war davor mehr so ein Yoga-Typ, was ich natürlich auch weitermache, aber Pilates hat echt den Vorteil, dass es deine ganzen kleinen Muskeln trainiert und du dadurch sehr gut auch dich stretchen kannst. Also ich bin überzeugter Pilates, mache jetzt auch, wenn das, also wie gesagt, das sieht nicht schwer aus. Es sieht echt nicht schwer aus, aber ich sag dir, Pilates ist top. Mittwoch immer ein bisschen Recovery Day. Wir haben jetzt hier in Vegas keine Pool-Workouts, aber jetzt haben wir ein bisschen Soft-Tissue. Der Rest des Tages haben wir noch einiges vor. Wir gehen von hier zum True Grit Headquarter Gym hier in Vegas und machen ein Arm Day da, Kasim wäre stolz auf uns. Danach chillen wir ein bisschen mit den Jungs und Mädels im Boys and Girls Club hier in Nevada. Und abends gehen wir zu Café Berlin und kochen mit denen. Meine Damen und Herren, willkommen zu der Tagesschau. Ne, wir sind fertig bei Project Wellbeing. Jetzt gehen wir schnell was zu essen holen. Ich habe das Restaurant gepickt. Wir gehen zu Pecanias. Das ist so ein, glaube ich, argentinischer Spot. Mhm. Sehr beliebt bei Männern, würde ich sagen, weil da gibt es genau zwei Dinge. Es gibt Steak und es gibt Sausages und that's it. Das heißt, weil Brittany nicht dabei ist, können wir uns jetzt erstmal kurz ein Steak und ein paar Sausages und that's it. So, hallo, wir sind da. Wir sind jetzt beim Steak essen. Ihr bekommt heute über die Funkstrecke das Mikrofon. There we go.
Hier bei True Grit im Gym, hier in der Vegas Location. Ich mache jetzt hier meinen Arm Day. Wir gehen Arme, Traps und Schultern. Und ja, benutzen wir ganzes Equipment. Mal sehen, wie es läuft. Bläst ordentlicher Wind. Ich bin Marvel-Fan. Thor ist mein Lieblings-Superhero. Darum jetzt Thor-Challenge auf den Barbells. Come on, come on! Squeeze! Ah. Oh, weak. Weak, das ist schwerer als man denkt, ne? I feel the weakness in my heart. So, wir haben den Termin hinter uns. Yes, sir. Jetzt gibt es ein kleines Päuschen zu Hause und dann geht's ab zu den Boys and Girls Club, Henderson, Nevada. So, der Nachmittag ist da. Nachmittag ist da. Wir sind hier beim Boys and Girls Club in Henderson. Chillen mit den Kids hier. Hi, I'm Elise Trotter. Yeah, nice to meet you. Take care. She's amazing. Thank you. So sorry, there's a bunch of them in Las Vegas as a total. Think of it like a school, how you're zoned for different areas. Okay. So that's kind of how our club is. Okay. Mm-hmm. So we have 13 different locations within southern Nevada. Oh, wow. Yeah. Reynolds is one of the bigger clubs, but is not the biggest. We don't have an art director right now, but we still get them in here. Okay. So if you see called Power Hour, we've got okay. Also, we have staff and also volunteers. Stay like, what time do you close? We're in summer programming right now, so okay. Summer programming Monday through Friday. We're open 7 a.m. to 6 p.m. So 7 a.m. to 6 p.m. for summer hours. When we get into back to school, which comes August 8th, which is amazing how early that is. we offer morning programming, which is 6:30 to 9:30. Okay. And then after school program, which will be 2 p.m. to 7 p.m. Okay. Like there's a big mental health issue with COVID and everything, and the school shutting down. There were a couple suicides. Yeah. It was really heartbreaking for the community. So when Boys and Girls Club opened, it was really nice to have like other peers to be around you. It wasn't as isolating. Yeah, so. You know, just at the house all day, like kind of sitting. Yeah, it was really depressing. Yeah. Do you want to go in the
Yes, appreciate you. Yeah, next time we're gonna run it back. Juice! Juice! Yeah! Juice! This is the baseline! I don't know what this means! Woo! Wow. Wow, alright. Boys and Girls Club. Erinnert mich ein bisschen an Waldheim früher. Die Kids haben auf jeden Fall ordentlich Power. So, ich lege mich jetzt erstmal in die Eistop zu Hause, Bro. Mein ganzer Core ist am Krampen von diesem Crab Soccer, Bro. Ich bin heute müde. Aber wir haben noch einen Termin heute. Aber bis dahin erstmal jetzt ein bisschen Nap. Zeit für Schlafen. Kaffee Berlin, um ein bisschen deutsches Essen abzuchecken. Let's go. Cool if I also take pictures? Yeah. I can do like the behind this. Soon using this for my YouTube channel. Yeah, mostly, awesome. Yeah. Okay. So yeah. I'll be up there. Yeah, okay. But you never had German food, have you? Yeah. Okay. I've had schnitzel. One in Germany, of course. Yeah, right, yeah. Ich weiß, da gibt mir hier die Step by Step and everything. But I know how to make some Schnitzel now. I know how to. You know it or you don't? Yeah. Ich will nicht unhöflich. Spricht sie Deutsch? Ja. Okay. Yeah. Okay. Good. Okay. Also wir machen jetzt ein bisschen Schnitzel. Und jetzt geht die Milch rein. With the net thing. Here. Flip. Yep. Yeah, das machst du mit links. Hey, Bro, easy. Easy. The more you can do, weißt du, also gibt's irgendwas, was ich nicht kann? Football spielen, okay? Mit Kids abhängen, haben wir heute auch schon gemacht. Yeah. Jetzt schnitzen from scratch. Dann nehmen wir, oder ich falte das so. Das so sieht richtig gut aus. Okay. Dann ein bisschen. Der neue Kampf in Berlin drin. Wenn er mal nicht spielen muss, kann er aushelfen. Slice in the middle, ja. Genau. I think I got it. Okay. I thought I had it. You only have 10 tries, right? That means fingers. Boom. Also anschaust und siehst so, die Seasonings sitzen richtig in dem Gurkensalat drin. Ja. So talented. Easy. He's so talented, man. Yeah.
easy, you know. Like pancakes. There you go, look at this. Bro, left my mom's name. Yeah. Ah, bro. Ja gut, dann sieht gut aus. Ja. Okay. Ja. Thank you. Assistant Chef. Hey. Zitrone einmal drüber. Mhm. Oh ja. Mhm. Did you get one that's well seasoned? So yep. That must be yours then. ich muss sogar sagen, bei uns gab es Schnitzel recht wenig. Alright. Das ist die Schnitzel sind gegessen. Es war super lecker. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, man, das ist super gekocht heute. Hat auch gut geschmeckt. Dankeschön. Ja.